Hallo meine lieben Zuschauer, ich grüße euch recht herzlich zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, bin ich schon mittendrin im Geschehen und heute wieder nicht alleine. Und zwar bin ich heute mit Daniel unterwegs. Den werde ich euch auf alle Fälle unten in der Videobeschreibung verlinken, weil von ihm habe ich diesen Tipp. Und ich muss sagen, also wir sind schon durch diese Location durch und sie ist unwahrscheinlich geil. Also hier ist vieles zu sehen. Hier ist natürlicher Zerfall zu sehen. Keine Graffitis, keine große Zerstörung zwar schon, aber dennoch in einem Rahmen, wo man sagt, man kann wirklich diese Zeit rauserkennen. Ne, und das ist, falls ihr euch fragt, was es ist, eine Bar. Und diese Bar befindet sich in einem ehemaligen FDGB-Ferienheim, was seit Mitte der 90er Jahren ungefähr verlassen ist. Dann wurde es nochmal versucht, wieder in Stand zu setzen, Anfang der 2000er, 2008, 2009 ungefähr. Hier sind auch einige neue Gebäude auf dem Gelände, die wirklich in einem Top-Zustand sind, wo wir uns auch sagen, Mensch, die kann man sich auch noch als Wohnung halt nehmen, als Wohnhaus. Ne? Aber leider ist wahrscheinlich der Betreiber insolvent gegangen und deswegen steht das gesamte Objekt leer. Na denn, ich würde aber auf alle Fälle sagen, wir gucken jetzt einmal los. Bleibt definitiv dran, weil das ist eine richtig geile Location. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's. Dieser Raum alleine schon. Wie geht's denn hier? Wie gesagt, ich finde das so schön, dass es hier alles noch heil ist. Ne? Also, keine Kabeldiebe. Der schönsten verlassenen Häuser, die man je gewesen ist. So vom Zustand her. Also entweder ist es noch kurz, wie man das kann, oder es ist echt schon lange hier, ne? Diese Spuren. Das Haus von außen, also es sieht echt noch nagelneu aus. Nur so wie die anderen links und rechts daneben. So viel zum Thema, heute ist nicht so viel Wind. Also man kann echt einziehen. Thank you.
das ist hier echt ein wunderschöner Ort. Vor allem, wenn man sich das mal anguckt, es ist echt alles natürlicher Zerfall. Also wir haben hier noch kein Graffiti gesehen. Klar, Sachen sind umgeschmissen, sind auch kaputt gemacht, aber in dem Sinne, wenn man sich die Decken anguckt, wenn man sich die Wände anguckt, das ist alles durch die Feuchtigkeit und durch die Zeit runtergekommen. Und halt nicht durch irgendwelche Vandalen, ne? Wunderschön. Ist das ein alter Ofen? Das sind Elektroheizungen, ne? Die stehen fast in jedem Zimmer. Das ist eigentlich ein Kachelofen elektrisch, ne? Ja. Mit so einer Heizspirale drin. Ich hoffe, das kommt auf dem Video so rüber, wie hier in Natur war. Ja, mit Stein noch, ne? Das ist eigentlich eine Heizspirale drin. Ja. Jetzt gehen wir weiter. Und schauen mal, wo die anderen alle sind. Aber ich bin echt in diesen Ort verliebt. Das muss ich so sagen. Auch wenn das vom Gesundheitsbedenklichen her wahrscheinlich nicht das Ideale ist. Müssen wir mal gucken, wo sich alle versteckt haben. Meine Güte, ey. Das Ding ist ja auch schon antik. Mit der Gardine hier, ne? Guckt euch das bloß mal an. Oha! Das ist die Vorratskammer. Alter Schwede. Geht's auch noch runter. Güte. Das ist ja hier richtig krass. Wenn man vorstellt, dass hier überall mal Menschen gearbeitet haben. Ne? Überall. Voller Gardinen, Lampenschirme, Matratzen. Hier hinten auch. Was ist das hier? Ach, wahrscheinlich vom Hausmeister. Das Lager, Schaltkästen. Und da geht es in den anderen Teil. Na gut. So, jetzt gehen wir in die Rezeption. In die letzte große Halle
von der Daniel meint, dass das der absolute Wahnsinn ist. Also ich sag mal, das, was wir bis jetzt gesehen haben, war ja schon unwahrscheinlich krass und wunderschön. Also das kriegt man gar nicht alles bei einmal mit. Ne? Aber das, was jetzt kommt, soll noch mal einen Ticken besser sein. Na, wir gucken mal. So, jetzt betreten wir die alte Rezeption. Und machen wir wieder ein bisschen Licht an. Wow. Eine alte, ach, Schreibmaschine, Schreibmaschine. Ne? So weit toll. Wow. Das alte Boot steht da, ne? Mhm. So, und hier ist. Da steht bestimmt der Ort drauf. Wie das damals, ich glaube nicht, wie es damals hier ausgesehen hat. Ich halte mal den Ort zu. Ich hoffe, man kann das richtig erkennen. So, im Vergleich jetzt muss man echt schon jetzt zurück überlegen. Ne? Na gut. Hier hat jemand sein Haar verloren. Das Buch. Ist das sowas wie ein Filmhandbuch, so ähnliches wie ein Telefonbuch, ne? 95, 96. Aber ich weiß leider nicht, wie das heißt. Gibt es da einen Namen von? Chance oder Logik? Guck mal, sogar noch vollständig hier. Alten Fernseher. Ja. Ja, stimmt. Und hier ist noch der alte Kalender. Von? Ach hier, 2000, genau. Ja, Dezember, Januar. Wahrscheinlich wurde es denn, aber leider ist nicht mehr markiert, welcher der letzte Tag war. Könnte aber. Naja, ich sag mal, es ist hier unten. Entweder es war es im Januar oder im Dezember halt. Ne? Was haben wir hier von 81? Vertragswerkstatt Heinz Baum. So, hier. Wasserbank, Lüfterraum. Sport gab es ja auch. Einen Sportraum, Boilerraum. Und hier von 81. Entschuldigung. Das Antrag ist 83. Mann, ey. Ach, sagen, der letzte Eintrag war 83. Ah. Was haben wir hier? Ein Stück Flagge. Was? Ja. Die muss draußen gehangen haben. Und da ist der Rest. Alter! 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 Das ist der Hammer. Das ist der absolute Uberhammer. Kannst du ruhig überschwingen, wenn die zu weit geht. Ja, nö, dich erkennt man nicht. Ich kann noch ein bisschen ranzoomen. Ach du große Güte. Das ist noch der alte Schmuck. Wow. Ja, was war hier vom Motto? Haben wir irgendwas? Hier ist er. Oh Gott, hier sind noch Papiere. Ah ne, das ist nur Papier. Hier ist ein
Nein, herzlich willkommen. Also es wurden hier welche begrüßt. Ja, hier saß dann der DJ. Mit dem Mischpult. Wow. Das ist Aufzug, ne? Den richtigen Aufzug gab es auch noch auf der anderen Seite. Ich wollte gerade sagen, leuchtet da Licht, aber... Ach, einen richtigen gab es auch noch? Geht es denn da mehrere Stockwerke? Nee, nur einmal Keller. Ach so. Das war nicht für Küche. Ah. Da weiter. Aber hier ist auch noch so viel, ne? Was hier oben steht. Wir suchen Licht. Die kenne ich noch damals aus dem Kindergarten. Die DDR-Kindergärten, die hatten auch so eine Aufzüge. Jetzt sind noch die Türen. Ja, hier ist sogar noch. Cool. Da stehen so die Gerichte drauf. Was du denn alles dafür brauchst, in welcher Mengenanzahl? Jagdwurst, Zander, gebacken, Sauerkraut mit meinem Leben. Eiersalat mit Tomaten. Mega. Hasenpfeffer. Und alles hier drin. Wurstsalat. Das ist ein richtig schöner, alter... Oder ich weiß, na doch, der wird alt sein, aber ich weiß nicht, ob die heute noch benutzt werden. Ich habe ja gleich 4 Jahre vielleicht, ne? Mhm. Da die Schüssel reingeklemmt, ne? Ja. Dann kannst du mit der Kugel noch die Höhe sogar verstellen. Ja, es geht, ja. Ne? Tatsache. Das ist cool. Das ist auch. Ja, wie neu. Also man sieht damals, das war Wertarbeit, ne? Wow. Da steht da was dran, ne? Von Keripa. Wahnsinn. Hier war. Achso, ja gut, das ist. Jetzt geht's abwärts. Hier liegen die erste Tür drin, die haben wir schon geklaut. Oh ja. Die erste Stahltür. Ja, schön. Das finde ich toll. Das ist echt toll. Dann liegen hier die zweite plus die Druckschleuse, wie man das im Bunker kennt. Ah, ja. Weil der Bunker wird ja immer in Überdruck gefahren, dass von außen keine Luft eindringen kann. Mhm. Das ist diese. Kommst du für Notbetrieb per Hand betreiben? Hast du ja. Aufgesetzt? Ey, das ist schön. Dann lief die quasi per Hand weiter betreiben. Ja. Krass. Kann ich ganz angucken, wie viel Kubikmeter die Stunde. Oder die Fassung hat. Mhm. Das ist gar nicht so doll kurbeln, damit das Ding hochkommt. Mhm. Das ist der Hammer. Die Schreibmaschine. Boah, die ist ja. Die ist ja. Was ist da alles drin? Ist ja wie eine Computertastatur, oder? Jetzt fotografieren zu nehmen. Maus. Ey, das ist echt ein mega Objekt. Typisch steht er mit den Hansen, der Feld hat. Oh ja. Die Kinder mit der Flagge da. Ja.
Hier der die Onkel Doktorin. Hier Schießstand. Ja, guck mal, ich glaube, so eine Flagge lag da auch noch, bevor wir reingegangen sind. Je stärker der Sozialismus, desto sicherer der Frieden. Hält es? Hat so einen. Jetzt. Ja. Die beiden sind leer. Ja, ist nur das hier, ne? Ach, hier auch. Also auf den jetzigen Sehtests, wenn man das hintereinander wegliest, kommt ja ein Satz bei raus, ne? Also eine Aussage. Über den glaube ich, was steht hier? Stehausstab? Ach, Stehausschank, meine Güte. Vorteil, dass der da lesen kann. Ne? So, wir sind nicht mehr allein. Sollte der Ausflug jetzt vorbei sein, wir wissen es nicht. Mal gucken. Schönen guten Tag. Wir haben nur Stimmen gehört. Haben Sie hier welche verlaufen? Nein. Das war das große Stasi-Gebäude, Stasi nicht, aber Polizeigebäude, wo keiner von uns reinkam, kleinen Leuten. Das hier? Polizei-Ferienheim war das. Polizei-Ferienheim? Ja, Polizei in Innenministerium. Aber hier muss man aufpassen, hier sind einige Gruppen, die da sollte man nicht in diese Zeit rein. Schon gar nicht mit Frauen alles. Das ist schlechte Karten. Und hier 500 Typen sitzen. Die sperren sich dann in diese Räume ein, wo sie dann ihre Kühlräume hatten. Das ist auch schön dunkel da, ne? Da findet ihr keinen Mensch. Wenn du da einen sperrst. Was schon hier, Papa? Aber abends sollte man nicht hierher gehen. Nee, hier soll wohl einiges, wenn du von Dorf mal so hörst, einige Gruppen. Kann ich dir vorstellen, waren im Keller unten schon mal drin? Nee. Da einen kann ich uns mit runterkommen. Wir kommen mit runter. Richtig. Da kannst du doch mit der Kolonie auflaufen. Das können wir gleich austragen. So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt oben wieder angekommen, aus dem Keller zurück. Wir haben jetzt, ja, wir sind, ich sag mal, überall mal gewesen. Es gibt so sehr viel mehr zu entdecken, was man aber gar nicht an einem Tag und auch vor allem nicht in ein Video reinpacken kann. Also deswegen werde ich jetzt an dieser Stelle den Cut machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich riesig freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und ach so, was ich noch fast vergessen hätte, ich bin jetzt knapp an den 1000 dran. Also schreibt unten rein in dem anderen Video, was ich machen soll zum Abonnenten-Special, damit wir loslegen können. Also bis dahin, passt auf euch auf, bleibt schön gesund und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.